Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Genus Solo. Wir spielen Uprising Titans of the First Age. Das letzte Mal haben wir den Spielaufbau für den apokalyptischen Schwierigkeitsgrad komplett fertiggestellt. Das Spiel mit allen möglichen Addons, die Uprising so zu bieten hat. Und das letzte Mal haben wir auch bereits mit dem ersten Kapitel begonnen und die ersten beiden Phasen, die Auffrischungsphase und die Ereignisphase, hinter uns gebracht. Wie dieses Kapitel weitergeht, das werden wir heute in dieser Ausgabe erfahren und da wünsche ich viel Spaß dabei. Dabei. Willkommen zurück, liebe Freunde von Uprising. So sieht es bei uns aus zu Beginn des ersten Kapitels. Unsere beiden Fraktionen, die Unterseepiraten und die Titanen, stehen bereit. Zwei Horde Nemesis sind erschienen: einmal ein Verbannter und einmal der False Messiah. Die werden uns versuchen, das Leben schwer zu machen. Zumal es für uns sowieso allgemein sehr schwierig ist, denn wir haben bereits ganz viele. Garnisionen der Legion und das bedeutet natürlich für die Legion ganz viele Siegpunkte, wenn es dann nachher in die Wertungsphase geht. Aber ich denke mal, ich werde erstmal den Fokus auf die Nemesis legen und mal sehen, ob ich sie irgendwie bezwungen bekomme. Wir sind bereits etwas vorangeschritten hier auf dem Track. Wir sind in der dritten Phase, in der Bauphase und damit legen wir jetzt los. Die Bauphase kann von allen Spielern simultan abgehandelt werden. Gibt es also keine Reihenfolge. Ich werde dennoch alles nach und nach spielen. Angefangen jetzt hier beim Startspieler. Und als erstes ziehen wir zwei Feed Cards, die wir uns anschauen dürfen. Und wir müssen uns für eine entscheiden. Okay, beides in der Aktionsphase kostet aber keine Aktion. Und zwar können wir hier, wenn wir die Segeln Aktion nutzen. Was das ist, werde ich euch nachher noch zeigen. Können wir uns drei zusätzliche Male bewegen. Oh, sehr cool für die Unterseepiraten. Und auf der anderen Seite, wenn wir die Quest-Aktion nutzen, dann können wir eine Belohnung okay, ersetzen mit dem Begriff Erhalte ein Item vom Markt. Auch nicht schlecht nach dem Wurf. Okay. Die Questziele, das sind die kleinen Sachen. Also das ist nicht das große, weil ich denke mal, das große Ziel, das ist ja sowieso, was man immer versucht zu erreichen. Das will man gar nicht ersetzen, aber die kleinen Ziele, die sind natürlich auch manchmal nicht zu verachten. Ja, schwierig. Ach, ja, ich nehme das mit den Gegenständen. Das heißt, die andere Karte geht zurück. Und das Deck und ist erstmal nicht gesehen. Gleiches auch für die Titanen. Zwei Karten. Mal sehen. Okay. Beides mal jederzeit. Das eine Mal muss ich zweimal Plunder bezahlen und dann darf ich einen meiner Würfel auf die Seite mit zwei Schilden drehen. Okay, so viele Würfel gibt es gar nicht, die zwei Schilde haben. Ich glaube, das sind schon die neuen Würfel, aber die Titanen. Benutzen ja auch im Kampf die silbernen Würfe. Okay, also das scheint dann auch damit zu funktionieren. Kostet aber halt zwei Planen, das ist eine ganze Menge. Oder umdrehen, wenn du eine Geißel abwerfen würdest. Oh, behalte sie stattdessen. <laughs> Zwar nur einmal je Kapitel einsetzbar, aber das ist cool. Was das mit den Geißeln bedeutet, werde ich euch dann auf alle Fälle noch zeigen. Diese Fähigkeit gefällt mir, die nehme ich, wenn die andere hingeht wieder ja, rund, okay, weil das Ganze simultan ist, kann ich ja jetzt hier auch gleich weitermachen, um Einheiten zu bauen. Ja, mit den Titanen ist da nichts viel mit Einheiten, aber sie ziehen ihre Kraft auf andere Art und Weise. Auch die Titanen werden in der Bauphase Ressourcen benötigen. Und sie werden quasi ihren Helden stärken. Das ist auch die einzige Einheit, die im Spiel ist. Und sie gilt erst dann als Einheit, wenn Bedrohung drauf ist. Ansonsten gilt es als ganz normaler Held. Halt. Kann quasi überall erstmal hinlaufen, ohne irgendetwas auszulösen. Aber ihr wollt auf alle Fälle hier. Einheiten drauf haben oder Bedrohung, um damit kämpfen zu können. Des Weiteren gilt ein Titan automatisch auch als Zuflucht, aber auch nur dann, wenn mindestens eine Bedrohung drauf ist. Ihr seht schon, das Ganze sieht aus wie bei einem Nemesis und funktioniert auch auf ähnliche Art und Weise. Das heißt, uns steht ein diverser Würfelpool zur Verfügung im Kampf, je nachdem, wie viele Bedrohungen wir hier auf der Karte drauf haben. Und jetzt können wir in der Bauphase... Ressourcen ausgeben, um Bedrohungen zu erhalten, oder wir können Ressourcen ausgeben, um Geißeln zu bekommen, denn die Titanen werden auch Geißeln hier und da nutzen können. Alles kostet dabei drei Ressourcen. Also jede Bedrohung, die ich hier nach oben gehen möchte, kostet drei Ressourcen, und jede Geißel, die ich kaufen möchte, kostet drei Ressourcen. Und da will ich eigentlich am Anfang jetzt auch noch nicht zu so sehr geizen. Ne? Denn ganz viel Bedrohung zu haben bedeutet halt ganz viel Würfelkraft zu haben und ein paar Geißeln dazu ist auch nicht schlecht. Ich habe in Summe von jedem Ressourcentyp fünf Stück, das heißt alles insgesamt 15 Ressourcen, die werde ich auch komplett ausgeben. Klar, dann kann ich keine Marktplatzaktion durchführen, um irgendwelche Gegenstände zu holen. Gegenstände können die Titan ganz normal auch nutzen, aber da ist jetzt eh nicht so viel Besonderes dabei. Problematisch bei den Titanen ist allerdings die Produktionsphase, denn wir haben jetzt hier keine Häfen, die irgendwie eine automatische Produktion auslösen und des Weiteren auch auf dem Spielfeld haben wir keine Häfen, um irgendwie dort produzieren zu können. Allerdings, wenn wir als Zuflucht gelten, können wir zumindest die Ressourcen auf dem Hexfeld, wo wir uns momentan aufhalten, abgreifen. Das könnte auf alle Fälle helfen. Des Weiteren können wir hier und da auch Landmassen verschlingen. Und die kommen dann hier auf unser Tableau. Und dann würden diese Landmassen auch für uns Ressourcen produzieren. Doch am Anfang ist da noch nicht allzu viel. Und deswegen, ja, wenn ich jetzt komplett alle Ressourcen aufbrauche, habe ich gegebenenfalls nichts mehr. Aber dennoch, ich werde es machen. Das heißt, ich bezahle alle meine 15 Ressourcen, gebe also quasi alles aus und werde mir eine Geisel holen und dann kann ich wählen, möchte ich eine Horde Geisel haben oder möchte ich eine von der und da wir noch keine von der haben, nehme ich ganz einfach mal eine hier aus dem Sack und lege sie hier zu meinem Titanen. Die Geisel hat einen Effekt, der wird aber nicht ausgelöst, ich kann ihn aber auslösen, wenn ich möchte. Dafür müsste ich die Geisel ganz normal ablegen und dann würde dieser Effekt ausgelöst werden. Will ich aber hier an dieser Stelle auf alle Fälle nicht machen würde, nämlich hier zur Folge haben, dass irgendwie die Hexes zur verbrannten Erde werden und ich müsste einen Hex aus dem Spiel entfernen. Und da ich eh nicht so viel habe und ich möchte ja gern welche verschlingen, ist das eher kontraproduktiv für mich. Allerdings kann ich Geißeln auch auf andere Art und Weise einsetzen. Ich kann sie nämlich ebenfalls für Aktionspunkte abwerfen, um zusätzlich Bedrohung zu erhalten. Und aufgrund dieser Fähigkeitenkarte. Muss ich die hier nicht mehr ablegen? So kann ich das immer mal wieder machen, zumindest einmal, ohne dass ich es ablegen muss und bekomme quasi immer wieder Bedrohung dazu. Deswegen eine coole Sache. Ja, jetzt habe ich drei von meinen Ressourcen ausgegeben, zwölf sind noch übrig. Das heißt, ich kann noch vier Bedrohungen nach oben gehen. Das ist schon mal eine ganze Menge. Bin ich hier an dieser Stelle und kann im Fernkampf einen silbernen Würfel nutzen und im Nahkampf einen silbernen, einen violetten, einen roten und einen gelben Würfel. Produzieren wir als nächstes für die Unterseepiraten. Und hier habe ich einige Möglichkeiten. Als erstes, ich werde ein Klingenschiff bauen. Klingenschiffe fungieren wie eine Art Haven, aber sie haben noch andere Features, kommen wir dann gleich drauf zu sprechen. Anders als wie bei anderen Fraktionen ist das so, dass diese Klingenschiffe tatsächlich in der Bauphase produziert werden und nicht wie die Haven in den anderen Fraktionen nur über Aktionen. Und deswegen kann ich das jetzt schon machen. Man muss allerdings beachten, dass Klingenschiffe nur auf Hexes produziert werden können, wo sich eventuell schon ein anderes Klingenschiff oder mehrere befinden oder wo der Held ist. Und des Weiteren können Klingenschiffe immer nur auf Eiswüste sich fortbewegen und können auch nur dort drauf platziert werden. Aber ist auf alle Fälle bei mir der Fall, denn ich bin auf meinem Heimathexfeld und da ist mein Held, da ist schon ein Klingenschiff und ich möchte dieses nächste bauen und das kostet, schauen wir uns das kurz an, zweimal Salz und zweimal Planter. Salz ist hier reingerutscht. Einmal, zweimal und Plunder einmal und zweimal. Ergänzt werde ich hier auch noch ganz viele Ressourcen investieren, um ganz viel Kampfstärke zu haben. Ich habe ja diesen Hügel Troll als Söldner bekommen und diesen werde ich jetzt rekrutieren für dreimal Nahrung bezahlen wir dreimal Nahrung und dann kann ich auch mit diesem Standy aus dem Vorrat holen und auch direkt auf meinen Hex drauf platzieren. Achtung, ihr habt ein Einheitenlimit von 5. Klingenschiffe sowie Helden zählen nicht als Einheiten. Doch ich bin mit Bauen noch nicht fertig. Ich möchte auch noch so einen Haikalden bauen. Der kostet dreimal Salz, einmal Nahrung. Einmal Nahrung. Und dreimal Salz. Okay, dann habe ich gar keinen Salz mehr. Einmal Nahrung und dreimal Plunder. Und naja, warum auch nicht? Ich nehme noch eine Basiseinheit mit. Und zwar diese Seeräuber. Mehr geht leider nicht. Kostet zwei Ressourcen, kann ich mir aber aussuchen. Was? Ja, Nahrung brauche ich zum Kommandieren. Das ist ganz wichtig. Bei den Titanen ist das nicht erforderlich. Also bezahle ich zweimal Plunder. Gebe also hier den Dreier aus. Und lege ein Einer wieder zurück. Und somit sieht es am Ende unserer ersten Bauphase wie folgt aus: bei den Titanen unverändert, steht immer noch beim Heimatextfeld. Und bei unseren untersee wir haben jetzt zwei Klingenschiffe, unseren Held und drei Einheiten. Wohlgemerkt, wie gesagt, nur diese drei Truppen zählen zum Limit: Klingenschiffe und Held nicht. Bauphase somit abgeschlossen. Wir kommen zum Herzstück des Spieles, die Aktionsphase. Und wir können jetzt unsere Aktionssteine aufbrauchen, um ganz viele Aktionen durchzuführen. Beginnen beim Startspieler. Schauen wir uns mal die Aktionsmöglichkeiten der Unterseepiraten an. Die sind fast genauso wie bei den anderen Standardfraktionen. Mit einer Ausnahme, sie haben die Aktion Haven nicht. Das hatten wir schon festgestellt gehabt. Die Klingenschiffe zählen als Haven und die werden in der Bauphase zusammengezimmert. Was neu ist, ist die Aktion Segel. Segeln bedeutet nämlich, ihr könnt eure Klingenschiffe bewegen, denn sie können nicht ganz normal wie eure Einheiten kommandiert werden, denn Klingenschiffe sind keine Einheiten. Wenn ihr die Aktion Segeln nutzt, dann beendet sie eure Aktion nicht. Ihr könnt also ganz normal, auch wenn das hier auf der rechten Seite ist, danach noch weitere Aktionen durchführen. Segeln bedeutet, ihr habt drei Bewegungsschritte mit euren Klingenschiffen. Ihr könnt das alles mit einem Schiff machen, ihr könnt das aufsplitten, wie ihr wollt. Drei Bewegungen. Denn eine Bewegung ist immer auf ein angrenzendes Hexfeld. Es muss allerdings ein Hexfeld sein mit einer Eiswüste. Ansonsten funktioniert das nicht. Doch es gibt noch eine Besonderheit. Bei den Unterseepiraten, denn sie haben die Möglichkeit, ihre Truppen auf Raubzug zu schicken. Das klingt jetzt etwas missverständlich, denn Raubzug assoziiert immer, dass man irgendetwas bekommt, irgendwo Beute macht. Das ist nicht der Fall. Hier geht es nur darum, dass ihr mit euren Truppen sehr mobil seid. Denn ihr habt zu Beginn eures Zuges, also bevor ihr mit den Aktionen anfangt, die Möglichkeit, eure Truppen bzw. euren Helden auf ein angrenzendes Feld zu bewegen. Allerdings nur, wenn auf dem angrenzenden Feld sich mindestens ein Klingenschiff befindet. Und das könnt ihr so oft machen wie ihr wollt, also bevor ihr halt mit der Aktion anfangt. Und sollte es euch gelingen, eine sehr effektive Kette von euren Klingenschiffen auf das Spielfeld zu bringen, dann seid ihr mit euren Truppen sehr mobil. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass sie zu allen Feldern Angrenzen zählen. Somit, wenn es euch gelingt, eure Truppen zum Sea Tower zu bringen, könnt ihr auf jedes Feld euch bewegen, wo sich ein Klingenschiff befindet eine coole Sache mit ganz vielen taktischen Möglichkeiten. Ich hoffe, dass ich dies auch mal hier im Spiel anwenden kann. Momentan macht das nicht viel Sinn. Ich stehe ja momentan komplett zusammen auf dem Heimat-Tex-Feld, aber halt dann im weiteren Verlauf. Ich fange jetzt mal an mit meiner ganz normalen ersten Aktion mit einer Standardaktion, die wir schon kennen, und zwar ich möchte mich bewegen und zwar mit meinem Held. Das beendet meinen Zug. Nicht kann also dann direkt eine weitere Aktion durchführen und ich möchte mal ganz klassisch erkunden. Das beendet dann meine Aktion. Bewegen wir uns also mit unserem Held. Ich möchte gern hier hingehen, Richtung des Sitaus und werde hier auf diesem Feld auch gleich erkunden. Und mal sehen, was wir hier haben. Okay, erstmal keine Berge, können wir das Feld direkt so lassen. Grab der Grabräuber, der Sumpf von Firnhaller. Hm, okay. Das ist auf alle Fälle erstmal Sumpfterrain. Das ist nicht ganz so günstig für meine Klingenschiffe. Können Sie nämlich nicht drauf, aber für eine Quest sieht das gar nicht mal so schlecht aus. Aber wir bekommen erstmal zweimal Nahrung. Und wenn das Feld leer ist, was es ja ist, sollen jetzt hier zwei Garnisonen nach verdammt. Und zusätzlich soll ein Aktivierungsmarker auf eine Legion oder Horde, je nachdem was am wenigsten ist. Wir haben zwei Horde, beide haben einen, kann ich mal aussuchen. Wer noch einen weiteren Aktivierungsmarker erhält. An die zwei Nahrung habe ich mir gleich in den Vorrat für die Untersee-Piraten gegeben. Die zwei Garnisonen stehen auch schon da. Frage ist, mache ich sie weg oder nicht? Okay, aber ein es muss ja auch noch ein Aktivierungstoken bekommen. Die Frage ist, wen schaffe ich eventuell zu bezwingen? Ich denke mal, der False Messiah, das wird der sein, den ich vielleicht eher durch meinen starken Titanen bezwingen kann. Und deswegen bekommt dieser das zweite Token. Nachdem die Unterseepiraten ihre Aktionen durchgeführt haben, sind die Titanen dran. Und diese haben ganz vielfältige neue Möglichkeiten, allerdings auch Einschränkungen. Fangen wir mal an mit dem Bewegen. Der Titan kann sich ganz normal bewegen, allerdings nur auf erkundete Felder. Das heißt, er muss vorher eine Erkundung für ein benachbartes Feld durchführen, damit er sich drauf bewegen kann des weiteren ganz wichtig titanen können nicht so wie andere helden über diese markierung also quasi über berge drüber laufen. sie zählen quasi mit als einheit und einheiten dürfen diesen bereich nicht überqueren noch wie mache ich das jetzt mit den erkunden? Weil normalerweise ist es ja so, ich gehe auf ein Feld drauf und erkunde das Feld, auf dem ich stehe. So ist es jedenfalls bei den anderen Fraktionen. Hier bei den Titanen ist das anders, denn die Titanen haben eine Extraktion, und zwar das uralte Wissen. Das uralte Wissen ist allerdings sehr teuer. Es kostet gleich zwei Aktionspunkte. Allerdings dürft ihr dann ein benachbartes Feld ohne Fluch einfach umdrehen erkunden. Und natürlich muss der entsprechende Effekt ausgeführt werden. Aber zusammengenommen, wenn ihr halt quasi auf ein unerkundetes Feld irgendwie drauf kommen wollt oder vielleicht es durchqueren wollt, braucht ihr mindestens immer drei Aktionspunkte. Einmal für das Erkunden, das beendet aber sogar euren Zug und dann erst könnt ihr dann im nächsten Zug dann mit einer Bewegung auf dieses Feld drauf gehen. Bedenkt dabei, euer Titan, sofern ihr mindestens Bedrohung 1 habt, zählt als Einheit. Es wird also einen Kampf auslösen. Übrigens, Kämpfe werden auch dann ausgelöst, wenn ihr zum Beispiel in der Bauphase seid und keine Bedrohung habt, aber dann Bedrohung aufbaut und auf eurem Hexfeld, wo ihr gerade seid, sind gegnerische Einheiten drauf. Dann wird sofort ein Kampf am Ende der Bauphase initiiert. Sollte euch also quasi immer bewusst sein, aber okay, was haben wir noch? Wir haben einmal ein Göttermal. Das beendet den Zug nicht. Dafür müsst ihr einen Aktionsstein ganz normal verwenden und ihr bekommt dafür sofort eine Bedrohung. Das ist erstmal sehr cool. Stärkt quasi den Titanen. Optional dürft ihr, wenn ihr dieses Götter mal durchführt, auch eine Geißel ablegen, egal welche, dürft den Effekt aber nicht ausführen und bekommt noch eine Extra Bedrohung drauf. Jetzt hier an dieser Stelle wird das nicht allzu viel Sinn machen, denn ich darf nur bis maximum 5. Würde also quasi, wenn ich Götter mal anwende, die Geisel behalten und nur einmal hochgehen. War vielleicht nicht ganz so intelligent, alle Ressourcen da hinein zu pulvern. Bis drei wäre vielleicht besser gewesen, hätte ich Götter mal einsetzen können. Und diese Geisel hätte ich sogar aufgrund dieses Effektes behalten können. Ach, ja. Hinterher ist man schlauer, wenn man die Fraktion dann vielleicht ein, zweimal gespielt hat, geht das auch besser ins Blut über. Und zu guter Letzt noch eine neue Aktion, das ist das Verschlingen. Hier, wenn sich der Titan auf einem erkundeten Hex befindet und da ist gar nichts drauf, das heißt kein Fluch, keine Einheiten, überhaupt nichts. Dann kann dieses Hexfeld verschlungen werden. Wir nehmen es einfach vom Spielfeld weg. Es darf übrigens auch kein X drauf sein. Das ist auch ganz wichtig. Und dann kommt das hier auf unser Board drauf. Und in der Produktionsphase, dann generiert es Ressourcen für uns und teilweise auch Siegpunkte. Deswegen, es wird wichtig sein, Landmassen zu verschlingen. Aber man sollte halt genau schauen, welche man verschlingt. Doch fangen wir an. Wir werden als erstes. Eine Aktion dafür aufwenden, um Götter mal zu aktivieren. Wie gesagt, war nicht ganz intelligent von mir, aber einmal würde ich es trotzdem noch anwenden. Bin jetzt hier auf dem Maximum auf 5 und den Chip, den behalte ich einfach. Danach bewege ich mich zweimal. Auch das beendet meinen Zug hier ja nicht. Mit Ausnahme, ich würde auf ein Feld mit einer Einheit draufgehen, einen Kampf initiieren. Dann würde das natürlich den Zug beenden. Wird aber jetzt hier an dieser Stelle nicht passieren, werde ich euch gleich zeigen, denn danach muss ich erkunden und das geht nur über das uralte Wissen, das beendet aber dann den Zug und kostet nochmal zwei Aktionssteine. Somit seht ihr schon, ein Zug und ich habe fünf Aktionssteine verbraucht. Führen wir die Bewegung durch und zwar werde ich hier hinten über diese Eiswüste, die gilt als erkundet, da kann ich ganz normal drauf laufen, eins, zwei... Bin ich jetzt angrenzend hier zu diesem Sea und diesen werde ich jetzt erkunden. Das heißt, wir drehen den Sea um und führen natürlich den entsprechenden Effekt aus. Oh mein Gott, warum ziehe ich den Sea mit dem Totenkopf? Ah, okay. Wir bekommen vier Seils, das ist erstmal nicht schlecht. Des Weiteren, wir sollen alle Garnisonen hier entfernen. Okay, ist überhaupt keine drauf. Danach soll eine Horde und ein Skelett hierher platziert werden. Oh, verdammt. Holen wir uns also die dritte Horde. Wir sind erstmal in Kapitel Nummer 1. Oh Gott. Wir bekommen den Boten des Untergangs. Oh mein Gott. Eieiei. Ich glaube, diesmal sieht das komplett anders aus als beim letzten Mal. Und wir haben nicht mal die schweren Gegner. Das sind die normalen. Denn wir bekommen jetzt den Effekt. Wir sollen zwei Skelette auf das gleiche Hexfeld platzieren. Der Bote des Untergangs kommt also jetzt hier zum Und Er ist tatsächlich der Bote meines Untergangs, denn wir haben ja schon ein Skelett über den Effekt des Towers erhalten. Und jetzt sollen über den Effekt des Boten des Untergangs nochmal zwei. Skelette hierhin platziert werden. Und die Regel besagt, sobald drei Skelette auf einem Hexfeld sind, werden diese drei Skelette entfernt. Sie vereinigen sich zu einer weiteren Horde. Der Bote des Untergangs hat gemäß Kapitel Bedrohung 4 und auch dieser bekommt natürlich noch eine Segnungskarte unter sich und, äh, wie soll es nicht anders sein, auch noch eine Geißel. Ja. Wahrscheinlich wieder was Schlimmes sein. Zu Beginn des Kampfes, okay, er generiert Siegpunkte. Hm, das ist eine Geißel, die würde ich gern für den Effekt klauen. Einfach mal so zwei Siegpunkte mitnehmen. Aber okay, jetzt holen wir noch die vierte Horde ins Spiel. Und mal sehen, ob wir noch alles voll kriegen im ersten Kapitel. Und wir haben die Königin der Untoten. Jetzt macht sie es noch ganz schlimm, denn sie platziert einen Fluch und der kommt noch mittendrin. Das heißt, selbst Blitze kann ich in diesem Kampf nicht verwenden. Au Backe. Drei Horde nehmen es und ein Fluch und alle auf einem Z Tower. Und jetzt ist natürlich guter Rat teuer. <laughs> Was mache ich? Okay, ein Effekt gibt es auch noch. Wir haben ein Sie Zauber erkundet mit so einem Söldnerchip. Dieser wird abgelegt und wir nehmen jetzt die oberste Karte von unserem Söldnerstab. Ich kann ja nochmal mischen. Und dieser Söldner, der kommt jetzt hier dazu und kann dann rekrutiert werden. Das heißt, wenn wir dann hier hingehen, können wir die Karte nehmen und irgendeinen Spieler geben. Denn die Italien können keine Söldner verwalten. Aber wie gesagt, ich kann sie halt den Unterseepiraten geben. Aber dafür muss das Hexfeld erstmal frei sein. Ergänzen wir auch noch den Rest zur Lich-Queen. Kommt jetzt auch eine Segnungskarte. Ja, vier Segnungen, aber die müssen wir erstmal bekommen. Und die Lich-Queen bekommt auch noch eine Geißel und da haben wir etwas für den Fernkampf. Okay, ungezieferplage. Somit bekommen sie da auch noch mal extra einen violetten Würfel. Damit habe ich nun in ein Westennest gestochen, mal sehen, wie ich mit dieser Situation umgehe. Aber erstmal sind die Unterseepiraten dran, mal sehen, was die machen. Mein Ziel in diesem Kapitel ist noch diesen Verbanden anzugreifen, ob ich ihn bezwingen kann mit drei Einheiten und meinen Klingenschiffen. Könnte sehr herausfordernd werden. Aber ich werde erstmal auf Quest gehen, denn ich stehe hier mit Awind in einem Sumpf und da habe ich eine recht passende Quest dafür. Denn im Sumpf kann ich einen roten Würfel schon mal extra zu meinen Fähigkeiten werfen. Diese Quest zu erfüllen ist eine coole Sache. Ich muss nur eine dieser drei Aufgaben erfüllen. Ich denke mal, mit den Würfeln sollte das auf alle Fälle mir gelingen. Und dann hätte ich im Nahkampf immer die Möglichkeit, einen blauen Würfel mit dazu zu verwenden. Und das ist immer eine coole Sache. Des Weiteren habe ich mit Avent ja noch diese Feedkarte. Und wenn ich diese Belohnung bekomme, also einen Siegpunkt, könnte ich das auch austauschen, indem ich mir einen Gegenstand vom Marktplatz nehme. Da gibt es auch einen coolen, den ich gern haben möchte. Aber dafür muss ich die drei Totenschädel auch schaffen. Schaffe ich diese beiden, ist das erstmal gut für die Quest, kann aber dann nichts austauschen, weil es jetzt hier keine Belohnung gibt. Aber ich versuche deswegen diese drei Totenschädel und darf noch zwei Violette nehmen und weiße oder gelbe. Ich denke mal, mit weiß wäre ich sicher auf dem Schild, aber ich nehme die gelben. Ich möchte gerne den Siegpunkt haben, um diesen dann einzutauschen. Okay, mal sehen, was haben wir? Wir haben, okay, die drei haben wir auf alle Fälle, die wir brauchen, um diese Quest zu erfüllen. Aber ich habe noch eine andere Möglichkeit. Ich habe nämlich noch diese. Feedkarte. Diese besagt, nach einem Wurf, vollkommen egal, ob der bei einer Quest durchgeführt worden ist oder bei einem Kampf, und hier ist kein Würfel drauf, darf ich einen Würfel hier drauf platzieren. Der zählt natürlich dann nicht zu meinem Würfelwurf dazu, aber vollkommen egal, ich habe ja meine drei toten Schädel und deswegen werde ich diesen Würfel hier platzieren drauf platzieren. Der gilt jetzt als gespart und das nächste Mal, wenn ich diese Feedcard anwende, kann ich diesen Würfel zu einem Würfelwurf beitragen. Auch ebenfalls wieder bei einer Quest oder vielleicht auch im Kampf. Wichtig ist nur, dass der Held mit dabei ist. Aber gerade für mein Vorhaben gegen den Verband nochmal einen Treffer und einen Blitz zu haben, das ist auf alle Fälle schon mal eine coole Sache, zumal ich ja jetzt auch noch diese Quest erfüllt habe. Ich bekomme diese Karte jetzt, die lege ich dann einfach zu meinem Playerboard und ich tausche diesen Siegpunkt ein. Ich will ihn nicht haben über diese Feed-Karte und ich möchte einen Gegenstand haben vom Markt. Und zwar möchte ich die Trommeln haben. Kann ich auf alle Fälle auch benutzen. Und wenn der Gegner Leerseiten würfelt, dann bekomme ich auf alle Fälle auch nochmal eine Verteidigung dazu. Leider nur im Clash, nicht im Nahkampf, aber dennoch ein cooler Gegenstand. Nachdem wir einen Gegenstand vom Marktplatz erhalten haben, wird der Marktplatz sofort wieder aufgefüllt mit dieser Maske. Naja, ist nichts für den Kampf eher was für Quest. Ja, mal sehen, ob ich sowas brauche. Aktualisieren wir alles noch. Und zwar natürlich, wir hatten eine Quest durchgeführt, das ist ein Aktionspunkt. Wir hatten diese Trommeln bekommen, den Würfel gespart und dann auch noch diese Questkarte dazu. Ich bin somit sehr erfolgreich gewesen. Machen wir weiter mit den Titanen. Ja, der Titan war nicht so erfolgreich das letzte Mal. Okay, es bleibt mir nur eine Variante. Ich muss mich zurückziehen. Und deswegen werde ich jetzt auch meine letzten drei Aktionssteine wie folgt aufwenden. Ich werde zwei Bewegungen durchführen. 1, 2 hier auf mein Heimatextfeld. Und hier an dieser Stelle werde ich dann auch noch versuchen, eine Quest zu erledigen. Mal sehen, ob es mir gelingt. Doch warum ziehe ich mich zurück und bleibt nicht einfach hier? Das hat folgenden Grund. Wenn wir nachher in der Nemesis-Phase sind, wird nur der False Messiah aktiviert werden. Der ist der einzige, der neben den Verbanden ein Aktivierungstoken hat. Und der wird sich immer, wenn möglich, zum nächsten Haven begeben. Und zwar dort, wo die wenigsten Einheiten drauf sind. Das ist von der Nähe her auf alle Fälle der Titan, denn der gilt momentan als Haven. Und er hat ja mindestens Bedrohung 1 und es wären die Klingenschiffe. Und dieser Force Messiah würde niemals weiter weggehen von der Hauptstadt, als wie er momentan ist. Momentan steht er zwei Felder weg von der Hauptstadt und würde ich hier hinten mit den Titanen bleiben, dann würde der Messiah nicht dorthin gehen, weil er quasi dadurch weg von der Hauptstadt käme und das möchte er nicht. Er würde also dann einen anderen Weg nehmen. Aber ich möchte ihn gern zu mir haben. Gerade dorthin, das gefällt mir sehr gut, da ist kein Curse drauf. Ich kann also meine Blitze auch einsetzen und vielleicht schaffe ich es ja, ihn zu beziehen. War ja eben eh mein Vorhaben zwar auf dem Sea Tower, das wäre für mich besser gewesen, aber so muss es auf diese Art und Weise auch gehen. Und im nächsten Kapitel dann werde ich mich dann um Lich Queen und den Boten sorgen. Führen wir also alles durch: zwei Bewegungen, die beenden den Zug nicht zurück auf dem Heimathexfeld und hier an Ort und Stelle werde ich versuchen, eine Quest zu lösen. Ich versuche mal mein Glück mit der Diebesgilde. Ich bekomme auf alle Fälle keine Violetten. Ich stehe nicht auf der Hauptstadt. Aber mit unserer Mutter der Nacht bekomme ich zweimal Rot, zweimal Violett und entweder gelb oder weiß. Ich nehme den gelben, denn zwei Schilde kann ich damit eh nicht erhalten. Außerdem will ich das auch nicht, denn dann würde ich einen Siegpunkt verlieren, obwohl momentan bei null Siegpunkten wäre das sowieso egal. Dann schauen wir nochmal, ob ich diese Quest schaffe. Wir haben 1 2 3 4 Schäden. Wir haben die Quest geschafft. Hier hinten leider nicht. Das war eigentlich mein Ziel, dass ich einen Gegenstand noch vom Markt bekomme. Da wäre sogar einer gewesen, den ich hätte nutzen können, aber immerhin, wir haben diesen Erfolg geschafft und deswegen dürfen wir uns jetzt diesen nehmen, können wir auch nutzen, können wir auch tragen, bringt uns zwar selber nichts von den Basiseinheiten für uns selber, aber für Unsere Seeräuber, die können dadurch noch eine Basiseinheit bekommen. Da hier keine Gegenstände mehr drauf sind, wird die Quest jetzt abgeworfen. Und bevor ich meine Aktion beende, werde ich auch gleich noch diesen Gegenstand abwerfen, um noch eine Basiseinheit mit den Piraten zu erhalten. Cool, cool. Und die Basiseinheit kommt zu unserem Haven bzw. zu unseren Klingenschiffen. Okay, ich glaube, es wird langsam Zeit, Richtung Verbanden zu gehen. Ich bin jetzt nur noch mit den Piraten am Zug, denn unser Titan hat keine Aktionssteine mehr. Meine erste Aktion wird eine Segeln-Aktion sein. Beim Segeln erhalte ich für meine Klingenschiffe drei Bewegungspunkte. Die kann ich einsetzen, wie ich möchte. Jeder Bewegungspunkt bringt ein Klingenschiff immer auf ein Nachbarhexfelsch. Ich kann aber auch dreimal mit dem gleichen Klingenschiff ziehen, wenn ich möchte. Die Voraussetzung beim Segeln ist allerdings, ich darf nur auf Terrainfeldern mit Eiswüste segeln. Und ja, das ist leider keine Eiswüste, das ist ein Sumpf. Es wäre schön gewesen, dort ein Klingenschiff hinzubringen. Warum, sage ich euch gleich, denn ich werde jetzt hier nur ein Klingenschiff hier hinbringen und die restlichen zwei Bewegungspunkte einfach verfallen lassen. Ich komme leider auch nicht hier vorbei, denn ich darf nicht auf ein Feld mit gegnerischen Einheiten segeln. Und das war auch schon meine Aktion und ich beende an dieser Stelle meinen Zug. Ich müsste das nicht. Beim Segeln ist es auf alle Fälle möglich, danach noch eine Aktion durchzuführen, aber ich möchte etwas anderes machen und das braucht auf alle Fälle einen neuen Zug. Ich möchte nämlich einen Raubzug initiieren. Das ist immer nur zu Beginn eines Zuges möglich und deswegen habe ich jetzt auch nach dem Segeln meinen Zug beendet. Jetzt wären rein theoretisch die Titan dran, haben aber keine Aktionssteine mehr, also bin ich wieder dran. Und beim Raubzug ist es so, dass ich Einheiten und Helden nehmen kann und die auf ein benachbartes Feld bewegen kann, wenn sich auf dem benachbarten Feld mindestens ein Klingenschiff befindet. Und dies ist der Fall. Ich habe ein Klingenschiff hier auf einem benachbarten Feld und werde jetzt jede einzelne Einheit jetzt hier über einen Raubzug auf das Feld mit dem Klingenschiff bringen. Ich kann das so oft machen, wie ich möchte. Hätte ich jetzt eine Kette von Klingenschiffen, wäre das grundsätzlich immer weiter möglich gewesen. Ihr seid dadurch mit euren Einheiten sehr mobil, wenn ihr eine Kette von Klingenschiffen habt. Das konnte ich leider jetzt hier nicht initiieren, weil halt der Verbannte im Weg ist. Und da ich meine Truppen jetzt so schön in Position gebracht habe, werde ich einmal Nahrung bezahlen, lege ich gleich weg und natürlich auch einen Aktionsstein für eine Kommandaktion. Das Ziel für meine Kommandaktion wird das Feld mit dem Verbannten sein. Und somit kommen jetzt alle Einheiten hier auf das Feld und werden einen Kampf initiieren und auch unseren Helden nehme ich mit dazu. Mein Klingenschiff hier an dieser Seite kann ich nicht mitkommandieren, gilt nämlich nicht als Einheit. Und das ist auch gut so, denn wenn ein Kampf stattfindet und ein Klingenschiff ist angrenzend, dann wird für jedes Hex, wo sich mindestens ein Klingenschiff drauf befindet, ein weißer Würfel im Fernkampf mit dazu geworfen. Allerdings, das gilt immer pro Hex. Das heißt also, für meinen anderen Bewegungspunkt, dieses Klingenschiff hier, mit mit hinzubringen hätte zwar schön ausgesehen, aber gar nichts gebracht ist, dennoch nur ein Hex, deswegen dennoch nur ein weißer Würfel, deswegen habe ich es einfach hier gelassen. Viel besser wäre es gewesen, wenn dieses Hex Eiswüste gewesen wäre, dann hätte ich nämlich das Schiff hierhin segeln lassen können, dann hätte ich zwei Hexes gehabt und hätte dann zwei weiße Würfel für den Fernkampf gehabt, aber so muss der eine reichen. Beginnen wir unseren ersten Kampf in Uprising und zwar gegen den Verband. Ich habe mal alle Karten hierhergeholt, die gegebenenfalls in dem Kampf eine Rolle spielen könnten. Wir kämpfen auf Eiswüse, das heißt die Würfel bleiben so, wie sie sind. Der Verband nutzt im Fernkampf Bedrohungsstufe 5 zwei blaue Würfel und hat im Fernkampf wie auch im Nahkampf neue Würfe für Plankseiten. Ja, wir hingegen haben über den Hügelgroll einen Fernkampfwand einen gelben und über das Klingenschiff einen weißen. Okay, dann schauen wir mal. Den roten habe ich ja zur Not auch noch. Aber mal sehen, wann ich den einsetze. Wir haben einen Totenkopf und einen Blank. Blank darf er neu werfen. Nochmal Blank. Er hat aber schon einmal neu geworfen. Mehr geht nicht. Somit bleibt es bei einem Totenkopf. Das ist schon mal nicht so schlecht. Die Frage ist nur, was machen wir draus? Ein Schild wäre schön, da kriegen wir keinen Schaden. Und haben wir das? Oh, das sieht sehr gut aus. Da glaube ich, mit das beste Ergebnis, was machbar ist. Da hebt sich nämlich dieser Totenkopf mit dem Schild auf. Kein Schaden an uns. Zwei gegen rüber. Somit Bedrohung runter auf drei. Ach, das sieht doch gut aus. Für die Nahkampfphase. Wir haben immer noch unseren roten Würfel. Stellen wir für den Verbanden zusammen. Einmal Violett, einmal rot, einmal weiß. Wir hingegen. Wow. Drei gelbe, einmal violett für. Diesen heißgallten. Das Klingenschiff bringt im Nahkampf leider nichts, funktioniert nur im Fernkampf. Aber ich habe noch hier über diese Questkarte noch einen blauen Würfel für die Verteidigung. Ach, das ist doch mal gar nicht mal so schlecht. Und wie gesagt, den haben wir auch noch. Okay, erste Clashrunde. Wir haben zweimal blank, darf er neu werfen und einmal blank bleibt liegen. Somit nur in Anführungszeichen zwei Schädel werfen wir entgegen. Mal sehen. Was haben wir? Ah, noch zwei Plank und drei Schädel. Stopp hier, muss ich mal ein klein wenig eingrätschen, denn mir ist ein Fehler passiert, denn den blauen Würfel, den ihr hier seht, den hätte ich gar nicht werfen dürfen. Auf der rechten Seite auf der Questkarte steht mir zwar der blaue Würfel zur Verfügung, allerdings nur im Nahkampf auf einem Sumpffeld. Doch wir befinden uns momentan in der Eiswüste, deswegen hätte ich diesen blauen Würfel nicht verwenden dürfen. Dadurch bliebe mir ohne den blauen Würfel nur eine Entscheidung, dass ich den roten Würfel vom Kartenhai, den ich aufgespart habe, hier direkt einsetze, habe drei Schäde und würde damit die Horde besiegen und hätte noch einen Blitz zur Verfügung. Wie ihr im Nachgang gleich sehen werdet, wenn ich weiterspiele, werde ich ein paar Blitze mehr haben, werde aber im Nachgang das Ganze korrigieren, so tatsächlich nur den einen Blitz anwenden und jeweils im Untertitel werde ich drunter schreiben, welchen Blitz ich anwende und was ich im Nachgang noch korrigieren werde. Ich hoffe, dass mir im Laufe des Spiels nicht noch mehr solche Fehler passieren, aber sowas kann nun mal vorkommen. Es ist ein sehr komplexes Spiel und ein kleines Schlüsselwort kann schon mal das Zünglein an der Waage sein. Sollte man sich aber nicht davon abhalten lassen, einfach weiter zu ich kann es hier noch korrigieren. In euren Spielen solltet ihr einfach weiterspielen. Und das mache ich jetzt auch an dieser Stelle. Die drei Treffer reichen aus, um ihn zu bezwingen. Das ist auf alle Fälle Fakt. Aber die zwei würden zwei meiner Einheiten wegmachen. Rechnen wir das mal hier hin. Diese zwei. Und dann lässt er uns ja noch ein Dankeschön da, indem wir nochmal zwei Einheiten bezwingen. Das wären also quasi alle meine Truppen. Könnte natürlich versuchen. Ja. Das probieren wir mal. Ich nehme den heißkalten, den Violetten. Den darf ich neu werfen. Ich könnte auch einen anderen nehmen, aber ich nehme den Violetten. Ich will nämlich noch einen Blitz haben. Und ach, zwei Blitze. Äh, das war natürlich das, was ich nicht wollte. Okay, dann muss ich ja jetzt diesen mitverwenden, um die drei Totenschädel zu haben. Und dann werde ich einen Blitz einsetzen, um eine Druidenfähigkeit zu aktivieren. Ignoriere alle Totenschädel von einem Würfel. Ja, okay. Nehmen wir also einen weg. Dann habe ich ja noch zwei weitere Blitze. Dann nehme ich noch eine Druidenfähigkeit, indem ich mir einen Siegpunkt hole. Auf dem Feld selber gibt es keine Ressourcen. Nützt mir also auch nichts, aber Siegpunkt nehmen wir gerne mit. Und die dritte Druidenfähigkeit, die ich auch noch einsetzen werde, ich werde aus dem Vorrat hier ein Skelett drauf platzieren. Ich denke mal, das hat sich auf alle Fälle gelohnt. Er ist bezwungen. Wir kriegen dann nochmal drei Siegpunkte. Allerdings der... Bane Chip wird jetzt aktiviert. Zwei Einheiten werden zusätzlich zerstört. Also, erstmal hier eine geht dieser Hops und welche lasse ich zerstören? Ja, das Söldner bringt wieder extra Siegpunkte. Nein, dann lassen wir diese beiden zerstören. Ich könnte natürlich auch Schilder aktivieren, aber dann müsste ich die Questkarte ablegen. Ich will es mir lieber mal noch aufsparen. Wer weiß, was noch alles passiert. Okay, holen wir uns gleich die komplette Belohnung. Eine Sache darf man nicht übersehen, was hier noch draufsteht. Wenn zerstört, erhalte drei Siegpunkte. In Summe, also vier Siegpunkte, die ich jetzt bekomme mit dem Druiden. Danach einmal pro Spiel, platziere diese Karte unter dem Horde-Deck. Das heißt, derjenige wird nochmal erscheinen irgendwann. Aber wir haben ihn erstmal bezwungen. Und wir bekommen den astralen Hauch jetzt für unsere Piraten. Ist nur einmalig einsetzbar, muss abgeworfen werden, können aber zwei Würfel auf beliebige Seiten gedreht werden. Und es muss ja nicht unbedingt der gleiche Spieler sein. Also vollkommen egal, für welchen Spieler wir diesen Segen anwenden. Eine coole Sache. Okay, unsere Verluste sind im Chaosfriedhof drin. Dann haben wir ja den, den wir wieder unter dem Deck drunter legen müssen. Wir wissen also auf alle Fälle, wer zum Schluss noch kommt. Dann holen wir uns unsere ersten Siegpunkte. Einen über den Druiden und drei über die besiegte Horde. Und damit sind wir schon wieder dran, denn die Titanen haben ja keine Aktionspunkte. Eine kleine Korrektur mache ich noch, die ist zu meinen Gunsten und es ist auch nichts passiert, weil das alles erst nach dem Kampf zum Tragen kommt, denn der Gegner hatte einen Blankwürfel am Ende dabei gehabt und ich habe ja die Trommeln, welche besagen, wenn eine Blankseite mindestens beim Gegner dabei ist, dann erhalte ich zusätzlich ein Schild. Und dieses eine Schild bewahrt natürlich noch eine weitere Einheit davon dass sie besiegt wird und deswegen hole ich mir natürlich hier meine Elite-Einheit wieder zurück. Hab also im Kampf überhaupt keine Einheiten verloren, nur diese zwei Seeräuber aufgrund des Geißelchips des Verbannten. Okay. Dann machen wir direkt weiter, denn drei Aktionspunkte habe ich noch. Meine Klingschiffe stehen sehr gut für einen Fernkampf hier auf diese Garrison. Und deswegen, ich habe noch zwei Nahrung, werde ich jetzt eine Nahrung dafür verwenden, um zu kommandieren. Und zwar hierhin. Alle direkt drauf, um diese Garrison anzugreifen. Machen wir die Garrison platt. Ich hoffe, dass das keine großen Probleme darstellt. Wir kämpfen auf Sumpfland, bedeutet im Fernkampf, rote Würfel werden gegen weiße getauscht. Allerdings, wir verwenden keine roten Würfel. Die Garrison auch nicht, denn diese verwendet auf Stufe 2 zwei, zwei weiße Würfel. Wir hingegen bekommen über unseren Hügeltreu wieder einen gelben. Und diesmal haben wir ja zwei Klingenschiffe angrenzend und deswegen zwei weiße Würfel. Auf alle Fälle ein Vorteil für uns. Schauen wir mal, was der Gegner macht. Er hat auch nicht viel, nur einmal Verteidigung, ist gut aus. Und was haben wir? Naja, auch nicht allzu viel. Ist quasi eine Nullnummer, denn dieser Totenkopf würde in das Schild hineingehen, aber ich werde ihn nicht anwenden, ne? weil es halt nichts bringt. Und werde dafür diesen Totenkopf einfach sparen. Vielleicht hilft es mir ja im Nahkampf. Ja, da bekommen die Garrison auf alle Fälle etwas mehr. Ein Weißen, zwei Gelben und ein Blauer. Wir hingegen Hügeltreu. Gelb dann für den Heißgalgen. Und ja, das war's dann schon. Okay, nee, einen Blauen bekommen wir noch aufgrund unserer Questkarte. Okay. Ja, wahrscheinlich werde ich den Totenkopf benötigen, den ich aufgespart habe. Garrison greift an. Okay, auch nicht viel. Eine Verteidigung, ein Angriff. Das sieht doch schon mal recht gut aus. Wir hingegen haben dieses... Oh, das sieht sehr gut aus. Dann kann ich den Würfel sogar behalten, denn die beiden blocken sich ab. Dieser würde uns treffen. Allerdings, wenn der Gegner blank hat, aufgrund unserer Trommeln, bekommen wir automatisch eine Verteidigung. Somit... Auch das weg, nichts auf uns. Zwei gegen die Garrisons. Die ist besiegt. Eine besiegte Level 2 Garrison bedeutet für die Unterseepiraten zwei Siegpunkte auf sechs. Das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Schade, dass ich keinen Blitz jetzt erworfen habe. Ich hätte mir gerne über diesen Druiden einen Seeräuber wieder zurückgeholt aus dem Friedhof. Aber ja, man kann nicht alles haben. Wir sind erneut am Zug. Zwei Aktionssteine habe ich noch und die werde ich jetzt auch komplett aufbrauchen, und zwar einmal für eine ganz simple Handelsaktion. Ich will mir einmal Salz holen, denn ich werde gleich an Ressourcenknappheit leiden, denn ich muss auch noch segeln und das mache ich mit meinem letzten Aktionsstein. Warum ich das machen muss, zeige ich euch jetzt. Segeln muss ich auf alle Fälle, denn mit diesem Klingenschiff kann ich leider nicht hier bleiben. Theoretisch schon, aber dann hätte ich nicht allzu viel Freude dran. Und deswegen ärgere ich mich ein klein wenig, dass ich nicht so viel Weitsicht habe walten lassen. Ich hätte damals beim Segeln das Klingenschiff mit hierher ziehen müssen. Okay, dann hätte ich bei der Garrison einen weißen Würfel weniger gehabt, aber ob ich den tatsächlich dann gebraucht hätte, hm, wer weiß. Aber warum muss ich hier weg? Liegt ganz einfach daran, dass dann der Forts Messiah wenn dann die Nemesis dran sind, aktiviert wird. Und dieser steht auf einem Sea -Tower. Und das bedeutet, er ist mit jedem Feld benachbart. Und wenn er sich bewegt, bewegt er sich immer zum Haven und zu dem Haven mit den wenigsten gegnerischen Einheiten. Und das wäre auf alle Fälle hier dieses Klingelschiff. Selbst wenn ich meine Truppen hier rüber beordern würde, würde das nicht ausreichend sein. Dann hätte ich nämlich hier drei Truppen. Hingegen mein Titan ist auf Bedrohung 5, gilt als fünf Truppen. Somit das Klingelschiff wäre immer noch der schwächste Haven und der Forz Messiah würde hier hingehen und dieses einfach platt machen oder ebenfalls sich in den mit meinen Truppen stürzen. Ich will aber, dass der Forts Messiah zu meinem Titan geht und deswegen muss ich jetzt ein klein wenig Fersengeld geben, dass ich mit meinen Klingenschiffen, also mit meinen Haven, weiter von der Hauptstadt weg bin, als der Forts Messiah momentan ist. Denn dann wird er ja diese Priorität nicht anwenden, denn er will auf alle Fälle nicht die Distanz zur Hauptstadt vergrößern. Und dadurch werden wir also unsere drei Bewegungspunkte zum Segeln verwenden. Eins, zwei, naja, kann schon auch eins weitergehen. Drei bis hierhin. Das ist natürlich schlecht, denn ich habe nun keinen Haven auf dem und Deswegen werde ich auch keine Ressourcen produzieren. und Deswegen werde ich an Ressourcenknappheit leiden. Ich hoffe, dass mein Held, wenn er sich dann wenig hier umschaut, hier davon ein paar Hexfelder und ein paar Ressourcen bekommen wird. Aber die kann ich ja nicht gleich verwenden, um Truppen zu bekommen. Und deswegen bin ich im nächsten Kapitel auf. Die vorhandenen Truppen angewiesen, in der Hoffnung, dass ich sie lange halten kann. Okay, damit sind wir durch mit der Aktionsphase. Alle unsere Fraktionen hatten ihre Aktionssteine aufgebraucht. Wir kommen zur Nemesis-Phase. Und jetzt werden alle vorhandenen Nemesis aktiviert, sofern sie Aktivierungstoken haben und hinsichtlich der Reihenfolge in Bezug auf ihre Initiative. Die Lich Queen hat kein Aktivierungstoken, wird nicht aktiviert. Gleiches für den Boten des Untergangs, auch kein Aktivierungstoken drauf. Das ist nicht unbedingt so günstig, denn dann bleiben sie weiter auf dem Sea Tower und ich habe im nächsten Kapitel dort immer noch meine Probleme. Der falsche Messias, der hat zwei Aktivierungstokens, das heißt, er wird gegebenenfalls zweimal aktiviert werden, sofern er seine erste Aktivierung überlebt, denn diese wird er jetzt durchführen. Schritt Nummer 1 für den falschen Messias. Er möchte einen Kursmarker auf dem Feld, wo er steht, platzieren. Allerdings steht da schon ein Kursmarker, deswegen wird kein zweiter platziert. Alternativ bekommt dafür die Horde einen Siegpunkt. Okay, das ist nicht ganz so dramatisch. Danach bewegt er sich, aber ohne die Entfernung zur Hauptstadt zu vergrößern. Er geht danach folgender Priorität und zwar möchte er zu einem Haven und wenn möglich zu einem Haven mit den wenigsten Einheiten. Wir haben hier unsere beiden Klingenschiffe, die gelten als Haven, allerdings drei Felder entfernt von der Hauptstadt, deswegen sind diese nicht jetzt in seinem Fokus. Dann haben wir den Titan. Das ist ein Haven, denn er hat mindestens eine Bedrohung, zwei Hexes entfernt von der Hauptstadt, also nicht weiter weg. Und deswegen wird er die Bewegung gemäß seiner Priorität jetzt durchführen und hier zum Titan gehen und an dieser Stelle einen Kampf initiieren. Dann schauen wir mal, ob wir diesen falschen Messias bezwungen bekommen. Im Fernkauf sieht es allerdings schlechter aus, denn wir kämpfen im Hochland und im Hochland gilt, dass wir nur einen Würfel benutzen dürfen. Nicht nur wir, der der falsche Messias auch. Er hat zwei weiße Würfel, somit nur einen. Problem ist nur seine Geißel. Die wirkt sich im Fernkampf aus und wird ihm immer zwei Schilde bringen. Und da ich auch nur einen Würfel verwenden kann und auch nur darf, einen silbernen, komme ich damit auf alle Fälle nicht durch. Die drei Totenköpfe gibt es hier drauf nicht. Irgendwelche anderen Fähigkeiten will ich jetzt auch nicht anwenden. Ich könnte zwar jetzt hier mir zusätzliche violette Würfel holen im Fernkampf, die Frage ist nur, ob das zielführend ist, wenn jetzt schon die Schilde kommen. Ich denke mal, das hebe ich mir für den Nahkampf auch, auch auf die Gefahren, dass er halt dann stärkere Würfel hat. Aber schauen wir erstmal, was hat er im Fernkampf? Er hat nichts. Und wir haben ja, auch nichts. Somit eine Nullnummer. Kommen wir zur Clash -Phase. Auf Stufe 4 hat er einen violetten, einen roten, einen blauen und einen weißen Würfel. Und zusätzlich bekommt er in der Clash -Phase auch noch einen roten Würfel, wenn er sich auf einem Hexen mit einer Zuflucht befindet. Und das tut er, denn unser Titan zählt ja als Zuflucht, wenn er mehr als eine Bedrohung hat. Sonst hätten wir ihn auch nicht angreifen können. Und somit wird es schon recht knifflig. Ich hoffe jetzt natürlich nicht, dass er irgendwelche Blitze würfelt, denn ein Blitz würde dafür Sorge tragen, dass ein Haven zerstört wird. Und zwar von dem Spieler, der die meisten Haven hat. Das sind unsere Untersee-Piraten. Die würden also dann ein Klingenschiff verlieren. Geht aber zum Glück nur einmal im Kampf. Dennoch sehr, sehr bitter. Und deswegen war es halt schade, dass ich ihn im Fernkampf nicht runterschlagen konnte. Aber halt, wie gesagt, mit dieser Geißel fast aussichtslos. Aber auch wir haben Möglichkeiten. Denn wir haben einen silbernen, einen violetten, einen roten und zwei gelbe Würfel. Das ist eine ganze Menge und ich mache noch mehr draus. Ich werde nämlich diese Fähigkeit anwenden. Im Nahkampf werde ich eine Geißel abwerfen und dafür einen weiteren violetten Würfel bekommen. Somit dieser. Ich werde die Geißel aber tatsächlich nicht abwerfen, denn ich habe diese Fähigkeit, welche, wenn ich sie einsetze und umdrehe, mich davor bewahrt, die Geißel abzuwerfen. Rein theoretisch könnte ich das Ganze sogar jetzt nochmal machen, aber dann tatsächlich die Geißel abwerfen oder ich könnte auch Salz bezahlen, aber das spare ich mir mal. Hoffe aber mit den sechs Würfeln da jetzt einiges machen zu können. Zumal ich gegebenenfalls auch noch die Fähigkeit von unserem Teampartner habe, und zwar hier von unserem Avon. Denn Avent könnte jederzeit einen bronzefarbenen Würfel werfen. Er muss aber vorher ansagen, was das Resultat ist. Und sollte ich tatsächlich dann das Resultat haben? Dann könnte ich diese entsprechenden Ergebnisse noch zu meinem Würfelwurf dazu nehmen. Aber das würde ich dann machen, wenn es nicht reicht. Ich spare mir das mal jetzt und hoffe, dass ich was Passendes bekomme. Aber lassen wir erstmal den falschen Messias werfen in der Hoffnung, dass er keinen Blitz hat. Oh, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Das sind gerade mal zwei Totenköpfe. Oh, sehr schön. Okay. Jetzt machen wir ein Blatt, das glaube ich zumindest und wir haben dieses Ergebnis. Das sieht schon mal vielversprechend aus. Legen wir mal die Ergebnisse kurz zur Seite. Ich will tatsächlich das mal mit A probieren, weil ich jetzt hier kein Schild dabei habe. War, glaube ich, auch gar nicht zu erwarten bei diesem Ergebnis. Ja, ist gar keins drauf. Obwohl, mir fehlt noch mein silberner Würfel. Deswegen klappt es auch nicht. Denn diesen habe ich hier liegen gelassen. Den darf ich natürlich auch noch werfen. Und hab ein Schild. Okay. Ja, jetzt brauche ich die Fähigkeit eigentlich von A-Wind nicht mehr. Denn wir machen das wie folgt. Dieser Angriff geht in das Schild, hebt sich auf. Dann haben wir zwei Blitze. Einen Blitz werde ich für eine Droidenfähigkeit benutzen, und zwar für diese. Obwohl die brauche ich ja gar nicht. Ich kann ja gedroht einen Schaden bekommen, denn wenn er besiegt wird, kriege ich eine Einheit. Eine Einheit gilt beim Titan immer als bedrohungswert. Oh, könnte ich mir das eigentlich sparen? Stattdessen benutze ich lieber diesen Droiden. Ich stehe auf den Heimathex-Feld, da sind ganz viele Ressourcenquellen drauf. Und bekomme quasi alle Ressourcen für meinen ersten Blitz. Hätte mir zwar auch einen Siegpunkt geben können, aber ich denke mal, die Ressourcen sind erstmal wichtig. Somit einmal Salz, einmal Plunder und einmal Nahrung für den Titan. Der zweite Blitz, den benutze ich für diese Fähigkeit, ich erhalte nämlich eine Geißel des Gegners, das heißt, ich klaue mir einfach die Geißel hier rüber und die ist natürlich für den nächsten Fernkampf prädestiniert. Allerdings ich muss beim Benutzen die Geißel dann abwerfen. Ich darf sie nicht behalten wie der Messiah. Und Nun applizieren wir den Schaden. Drei an dem Forts er erst dadurch noch nicht besiegt. Runter auf 1, aber ich glaube, das sollte jetzt nur noch Kosmetik sein. Ein Schaden geht auf uns durch. Legen wir das rüber und runter auf 4. Sind wir wieder dran. Der Messiah bekommt zwei weiße und einen blauen. Und ach, den roten, den darf ich natürlich nicht vergessen. Hm, jetzt habe ich natürlich wahrscheinlich <laughs> zu hoch gepokert. Aber was soll's, wir probieren es trotzdem. Wir haben das, wir haben das und wir haben das. Okay, dann lassen wir ihn werfen. Was hat er? Zwei Treffer, ein Schild, einmal blank, kein Blitz. Sehr gut. Und wir hingegen haben. Okay, wir kriegen nochmal Schaden. Wir haben zwei Blitze. Den ersten Blitz verwende ich, um dieses Schild zu durchdringen. Das zweite Blitz verwende ich aber jetzt für diesen Druiden, um bei einem Würfel alle Totenköpfe zu ignorieren. Somit dieser weg. Und dann geht es nur noch eins gegen eins. Er ist besiegt. Wir verlieren nochmal eine Bedrohung, bekommen aber, weil wir ihn besiegen. Eine Einheit wieder zurück auf 4 und natürlich dann noch zusätzlich 3 Siegpunkte. Und nicht zu vergessen, aus der ersten Clash-Phase noch eine Ressource, weil wir halt den Druiden auf diesem Hexfeld im Kampf eingesetzt haben. Sehr schön, dann kann er auch sein zweites Aktivierungstoken nicht mehr verwenden. Er wird gleich abgelegt und hinterlässt uns auch noch eine Segnung. Auch nicht schlecht. Alle Blitze beim Gegner zu ignorieren, das muss nicht mal in meinem Kampf sein, das kann auch in einem Kampf von irgendeinem anderen Spieler sein, aber danach muss die Segnung abgeworfen werden. Ist nur ein Einmaleffekt. Dann holen wir uns noch unsere drei Punkte, die wir den Force Messiah bekommen haben. Und zusätzlich mache ich jetzt noch eine kleine Fehlerkorrektur. Ich habe es ja schon euch angekündigt, ich habe das Video kurz unterbrochen, und habe euch gut getan, was mir für ein Fehler unterlaufen ist. Und dabei habe ich zwei Druidenkräfte eingesetzt, zu viel. Und diese werde ich jetzt rückabwickeln. Und zwar hatte ich einmal die Droidenkraft angewendet für die untersee -Piraten, um mir einen Siegpunkt zu geben. Das wäre nicht möglich gewesen, somit der Siegpunkt wieder zurück. Des Weiteren habe ich die Droidenkraft hier unten angewendet, um ein Skelett hier drauf zu zu platzieren auch das wäre nicht möglich gewesen nehme ich also wieder weg. Aber ansonsten sieht es ja jetzt nicht ganz so schlecht aus. Wir haben zwei Horde-Einheiten besiegt, das ist schon mal sehr cool. Okay, wir haben noch zwei Horde-Einheiten auf einem Sea-Tower, was nicht ganz so gut ist, weil sie halt relativ mobil sind und mich gerade mit den Klingenschiffen hier etwas weghalten vom Festland, weil sonst würden sie halt zu ihnen kommen und das wird mein größtes Problem sein. Warte ich jetzt noch das komplette zweite Kapitel ab, bis wenn sie irgendwann mal weg sind vom Sea-Tower, gegebenenfalls genauso wie der sei ja zum Titan gegangen sind oder breche ich doch vor und greif sie aktiv an doch mit dem Curse beim Sea Tower, dass ich keine Blitze verwenden kann, das könnte auch sehr sehr schwierig werden. Aber das werden wir dann im zweiten Kapitel sehen. Machen wir weiter. Nemesis Phase ist vorbei, wir kommen zur Produktionsphase und die funktioniert bei dem Titanen und bei den Unterseepiraten ein klein wenig anders und deswegen werden wir das jetzt mal explizit durchgehen. Bei den Unterseepiraten gibt es erstmal ganz normale Ressourcen hier unten wie auf unserem Tableau angegeben. Das ist wie bei den anderen Fraktionen. Das heißt, einmal bekommen wir Ersatz, einmal Plunder und Zweimal nach und okay, da haben wir wenigstens ein paar Ressourcen für das nächste Kapitel. Ergänzend würden wir jetzt die Ressourcen bekommen und zwar dort, wo sich unsere Klingenschiffe aufhalten. Doch da reicht ein schneller Blick. Sie sind beide in der Eiswüste. Hier gibt es keine Ressourcen und deswegen werden sie auch keine Ressourcen produzieren. Wäre schön gewesen, das Klingenschiff hier zu leisten. Allerdings wäre ja dann der Fortsmitte hier runtergekommen, hätte das Klingenschiff so kaputt gemacht, dann hätte ich auch keine Ressourcen bekommen. Hingegen bei den Titanen, da hat alles so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich stehe immer noch auf meinem Heimathexfeld und bekomme jetzt auch die Ressourcen davon. Das heißt, nochmal, einmal Salz, einmal Plunder und einmal Nahrung. So, mit einmal Salz sind wir auf 6. Nahrung sind wir auf 2. Und Vorräte sind wir auch auf 2. Mit den Titanen brauche ich erstmal gar nicht so viele Vorräte. Die Bedrohung kriege ich recht stark über die Aktion des göttermahles zurück. Gegenstände, okay, nächstes Kapitel kommen wieder neue. vielleicht ist da was Schickes dabei. Die Ressourcen wären vielleicht zielführend für die Unterseepiraten, aber dann müsste ich erstmal runtergehen aber über den Seetower wäre das schnell <laughs> habe ich aber gerade nicht die Möglichkeit der ist besetzt vielleicht mal über die Gefährtenfähigkeit das wäre eine Option aber okay da mache ich mir dann im nächsten Kapitel Gedanken drüber kommen wir zur Auswertungsphase zuerst bekommt das Imperium Siegpunkte danach das Chaos und zum Schluss wir handeln wir alles nach und nach ab das Imperium bekommt als erstes einen Siegpunkt für jedes Hexfeld mit mindestens einer Garnison drauf. Da sind immer noch die Startgarnisonen somit sieben Stück im apokalyptischen Modus, somit ganz viele Siegpunkte. Für das Imperium direkt am Anfang, ohne dass jetzt hier eine Legion dabei ist. Für jede Legion würde es nochmal einen Siegpunkt geben, aber da ist nichts. Und des Weiteren wird es auch noch zwei Siegpunkte für jede Fraktion im Imperialen Friedhof geben, aber auch da ist nichts. Es bleibt also bei den sieben Punkten. Bei der Horde hingegen gibt es einen Siegpunkt für jeden Curse Marker auf dem Spielfeld. Hier unten ist noch einer außerhalb der Kamera. Also eins, zwei, drei Siegpunkte. Ein Siegpunkt für jede Horde-Einheit. Auf dem Spielfeld. Nochmal zwei, sind also schon fünf. Dann ist das Chaos auf sechs Siegpunkte. Ergänzend müssen wir auch noch in den Friedhof des Chaos schauen. Da ist eine Fraktion drin, und zwar die von den Unterseepiraten. Bedeutet, das Chaos erhält nochmal zwei Siegpunkte und die Unterseepiraten. Bekommen ihre Truppen in den Vorrat zurück. Damit geht die Horde des Chaos auf alle Fälle, was die Siegpunkte angeht, in Führung. Aber wir bekommen als Spieler ja auch noch etwas. Beginnen wir mal mit den Titanen. Hier funktioniert die Auswertung mit den Siegpunkten ein klein wenig anders. Denn die Titanen haben ja die Möglichkeit, ganze Landmassen zu verschlingen. Und diese Landmassen würden dann auch auf das Board platziert werden. Und für jede Landmasse, die so ein Titan verschlungen hat, gibt es in der Auswertungsphase schon mal zwei Siegpunkte. Eine ganze Menge. Sollte bei den verschlungenen Hexes auch welche dabei sein, die eine Siegpunktewertung drauf haben, dann gibt es die on top dazu. Deswegen hier und da vielleicht einen Sea Tower zu verschlingen, könnte für die Punkte für die Titanen sehr lukrativ sein. Aber einen Sea Tower dadurch aufzugeben, könnte wieder ein Nachteil sein. Das Heimathexfeld, zum Beispiel hier von den Titanen, kann nicht verschlungen werden. Dies bleibt immer drauf. Aber ich habe keine Hexfelder verschlungen, deswegen keine extra Siegpunkte. Aber ich bekomme noch die normale Wertung. Und zwar einmal, wenn ich mit dem Titan eine Zuflucht selber bin, das bin ich ja, habe ja mindestens Bedrohung ein, dann bekomme ich pauschal zwei Siegpunkte, egal wie viel Bedrohung ich habe. Und sollte ich mich dabei auf einem Hexfeld mit einer Siegpunktewertung befinden, dann bekomme ich diese Siegpunktewertung auch noch. Somit für Titanen nochmal drei Siegpunkte sind wir auf sechs, sind wir nicht mehr ganz so sehr im Hintertreffen. Nicht so günstig für die Auswertungsphase ist das Ganze bei den Unterseepiraten, denn die bekommen auch Siegpunkte, je nachdem, wo sich ihre Klingenschiffe befinden. Befinden die sich auf einem Hex- ohne ein X, dann bekommen sie für jedes Hex zwei Siegpunkte. Allerdings meine Klingenschiffe stehen jeweils auf einem Feld mit einem X, somit keine Siegpunkte über die Klingenschiffe. Würden sich ergänzend noch bei einem Hex aufhalten mit einer Siegpunkte werden, zum Beispiel hier das Heimathex-Feld, würde es natürlich den extra Bonus auch geben. Also hätte ich das Klingenschiff hier an dieser Stelle, wären das schon mal zwei Siegpunkte, allein, dass das Klingenschiff auf einem Feld ist, ohne X. Und nochmal ein Siegpunkt über das Feld selber. Aber hätte, hätte, ist nicht. Wir bekommen keine extra Siegpunkte für die Unterseepiraten. Und damit endet die Auswertungsphase. Wir haben uns schön auf einer Perlenschnur da hinten aufgereiht, was die Siegpunkte angeht. Die Horde ist vorn, danach die Litsche und dann kommen wir. Allerdings alles noch in Schlagdistanz. Da ist noch nichts verloren. Wir haben hier noch drei Kapitel Zeit. Damit endet die Auswertungsphase. Jeder Spieler könnte jetzt auch noch fünf Ressourcen eintauschen oder gegebenenfalls auch mehr, wenn er hat, um dafür Siegpunkte zu kaufen. Macht aber erst im letzten Kapitel wirklich Sinn. Wenn ihr die Ressourcen übrig habt, dann könnt ihr immer noch jede Menge Siegpunkte kaufen. Gibt es auch kein Limit, je nachdem wie viele Ressourcen ihr habt. Kommen wir zur letzten Phase, allerdings kommt diese nur zum Tragen, wenn ihr mit der Art nemesis erweiterung spielt, was ich tue. Ansonsten wird es jetzt direkt mit Kapitel 2 weitergehen. Die Omen-Phase. Der Startspieler nimmt die Würfe von seinem Helden, das ist bei uns Avent, und wirft diese und versucht entweder vier Totenschädel, zwei Schilde oder zwei Blitze zu erwerfen. Dann darf ich aus dem Omen-Sack zwei Token ziehen und mich für eins entscheiden. Schaffe ich das Ganze nicht, muss ich ein Token ziehen und muss damit leben, was ich gezogen habe. Die Wahl zu haben ist immer eine coole Sache. Deswegen, ich werde die zwei Violetten sowieso nehmen. Bei List habe ich die Möglichkeit... Weiß oder gelb zu nehmen. Ich versuche auf die Totenköpfe zu gehen, ich nehme also gelb und nicht zu vergessen, ich habe auch noch diese Fähigkeit mit dem weißen Würfel obendrauf. In einem Totenkopf könnte ich, wenn ich es brauche, mit beitragen. Und dann schauen wir doch mal, was wir bekommen. Vier Totenschädel oder zwei Blitze. Was haben wir? Ach, das ist schlecht. Verwenden wir Rewards. Müsste ich ja jetzt bezahlen aber ich glaube das ist es jetzt noch nicht wert nein wir lassen das ganze so heißt nicht geschafft ich darf nur ein token ziehen Mal sehen, okay großes omen des seelensammlers das ist ein sehr starkes omen mit allein schon einer wertigkeit von drei aber es sind auch noch zwei weitere omen -Phases. vielleicht Wendet sich das Ganze doch. Wir müssen den Effekt ausführen: jeder Spieler platziert ein Skelett angrenzend zu einem Haven-Hexfeld und wenn möglich, sollte dort ein Kurs vorhanden sein. Ich habe mir das oben noch mal kurz durchgelesen: es ist nicht angrenzend zu einem Haven, sondern angrenzend zum Heimat-Hexfeld. Da ist hier unten bei den Unterseepiraten nur eins möglich. Hier unten ein zweites Skelett kommt dazu und gleiches ist da, da oben nur möglich, denn dort sind jeweils die Curses und es ist ja beschrieben, wenn möglich, dort wo ein Curs vorhanden ist. Zwei Skelette auf einem Hexfeld ist immer eine gefährliche Sache, kommt ein drittes hinzu, entsteht dort schon die nächste Horde. Und das, liebe Freunde, wird ein Problem sein. Was ich mir dann in der nächsten Ausgabe genauer anschaue, dann schreiten wir voran ins zweite Kapitel von Uprising Titans of the First Age. Ich bin jetzt nicht unzufrieden mit dem ersten Kapitel. Ich habe ein paar Siegpunkte gemacht. Die Horde und die Legion ist jetzt nicht allzu weit weg, was die Siegpunkte angeht, alles noch in Schlagdistanz. Problem, was ich tatsächlich habe, ist, dass die Horde den sea Tower da oben besetzt hält und dadurch sehr mobil ist und mich in meinem Tun sehr stark einschränkt. Ich werde mir also Gedanken machen müssen, gehe ich aggressiv vor und versuche diese Horde wegzumachen, um gegebenenfalls meine Klingenschiffe besser positionieren zu können, oder schlucke ich die Kröte und verzichte nochmal auf extra Siegpunkte, nochmal auf extra. Ressourcen für die Unterseepiraten und lasst die Horde dann kommen. Hängt alles natürlich davon ab, was die nächste Ereignisphase bringt. Was kommt da wieder neu zu Spielen? Weitere Horden, die Legion. Vieles ist möglich, doch das werden wir dann das nächste Mal sehen. Und dann hoffe ich natürlich, dass ihr wieder mit dabei seid, dass ihr ein klein wenig Spaß an dieser Reihe habt. Wenn ja, hinterlasst mir doch einfach einen Daumen nach oben. Empfehlt mich weiter, abonniert den Kanal, das hilft mir immer. Und dann wünsche ich euch alles Gute. Habt Spaß am Spiel, bis zum nächsten Mal. Euer Genu.